Bildliche Darstellungen wie Abbildungen an den Kirchenportalen, Ikonografien, Vasen und Fresken zeugen davon, dass es schon lange ein vielseitiges Musizieren auf Fass, Röhren, Rahmentrommel sowie Glocken, Klappern, Kastagnetten und weiteren Schlaginstrumenten gab. Doch bleibt es offen, wie diese Instrumente klangen. Was genau und mit welchen Techniken wurden sie gespielt? Verbreitung. Größere Erkenntnisse über Spieltechniken und Rhythmen zur alten Musik bringen uns zum Beispiel die Kreuzzüge im 11. bis 13. Jahrhundert und die Türkenkriege ab dem 15. Jahrhundert, aber ganz besonders auch die Flucht und Vertreibung der Muslime und der Juden aus Cordoba, aus Sevilla, Valencia und Granada. Im Zuge der Reconquista, der Rückeroberung und Rechristianisierung der Iberischen Halbinseln von 722 bis 1492. Hier fand man schon sehr früh detaillierte Abbildungen von Musikern, die in einer organisierten Form als Ensemble zu spielen scheinen. Die verschiedenen Abbildungen zeigen wiederholend und sehr deutlich die schon ausgeprägten Spieltechniken und Haltungen. Es heißt, die arabisch-andalusische Musik sei durch den im Irak lebenden persischen Musiker Zyriab im 9. Jahrhundert erschaffen worden. Er war viele Jahre im Emirat von Cordoba und am Hof von Abd ar-Rahman tätig. Später hat wohl Ibn Batscha, der im 12. Jahrhundert in Saragossa wirkende Komponist, den Stil Zyriabs mit westlichen Elementen kombiniert und damit einen neuen Musikstil geschaffen. Durch die Vertreibung der dort lebenden sephardischen Juden und Muslime verbreitete sich diese vielseitige Musik- und Rhythmuskultur von Spanien nach Marokko in die westliche Tradition und in die Teile des Osmanischen Reichs als östliche Tradition. Die große Vielfalt der nordafrikanischen Rhythmen mischte sich mit denen aus Griechenland, Jerusalem, Balkan mit ihren außergewöhnlichen ungeraden Taktarten und Ägypten, die als große Verzierungstechniker galten. Durch die regionalen musikalischen Eigenheiten hat sich die sephardische Musik immer wieder angepasst und vielseitig weiterentwickelt. Ein kleiner Teil der sephardischen Juden siedelte sich auch in Nordeuropa an, insbesondere in den Seehandelsstädten der Niederlande, Antwerpen und Amsterdam, in Norddeutschland vor allem in Hamburg, aber auch in Frankreich, Italien und Afrika. Überall sangen sie ihre Balladen und Romanzen und oft haben sie, meistens Frauen, dazu die Rahmentrommel oder die Schellentrommel gespielt. Manchmal sieht man sie auf den Abbildungen auch in musikalischer Begleitung von anderen Instrumenten wie Oud und Kanun. Handschriften über diese Musik und deren Rhythmen wurden erst um 1900 angefertigt. So wurden auch diese Traditionen über lange Zeiträume nur durch mündliche Überlieferungen weitergegeben.
Die Troubadours, die im Mittelalter höfische Liebeslieder dichteten und auch Musik komponierten, waren sicher auch von der orientalischen Musikkultur beeinflusst. Denn wie uns Ezra Pound in seinem Werk The Cantus mitteilt, hat der Troubadour William von Aquitanien zum Beispiel im 11. Jahrhundert ein Lied zusammen mit den Sängerinnen und Trommlerinnen in ihren bunten Schleiern aus Spanien mitgebracht. Die Knabenlese im Osmanischen Reich und die Musik der Janitscharen. Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Militärmusik zu einem wichtigen Statussymbol in der osmanischen Gesellschaft. Diese Tradition stammte aus den seldukischen, byzantinischen und arabischen Vorbildern. Ihr persischer Name Mehter oder Mehterane stammt aus dem 14. Jahrhundert. Diese Militärmusik wurde in der osmanischen Gesellschaft zu einem wichtigen Statussymbol für den Sultan und anderer Würdenträger. Die klassischen Instrumente der Militärmusik waren Tabl, große Trommel, Nakere, kleine Doppelpauke, Kös, große Doppelpauke, Stil, Becken, Surna, Doppelrohrblattinstrument, Nafir, Trompete und später auch der Gesang. Ende des 14. Jahrhunderts wurden viele christliche Kinder aus den Gebieten Serbien, Albanien, Bosnien, Bulgarien und Griechenland als Sklaven des Sultans zu den muslimisch-türkisch sprechenden Bauern gebracht. Später dann auf die Palastschule und zu den Janitscharenkorps. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich dadurch auch in der Janitscharenmusik eine kulturelle und musikalische Symbiose türkisch-islamischer Kultur und den christlichen Völkern Südosteuropas. Mit der Vernichtung der Janitscharen wurde auch die Militärmusik abgeschafft. Der Begriff Janitscharenmusik stammte aus dem späteren europäischen Sprachraum. In den mazedonischen Städten lebte wiederum in der osmanischen Zeit eine aus Muslimen, Christen und Juden zusammengesetzte Bevölkerung, deren musikalische Stilmischung sich in der Auswahl der nahöstlichen und europäischen Musikinstrumente widerspiegelt. Die arabische Laute zum Beispiel Ud, die Trapezzither Kanun, eine Violine, dort genannt Kemenche, und die große Rahmentrommel Daire mit Schellen.